von Jahren lebten Wildpferde in ihrem natürlichen Lebensraum. In Balance mit der Natur suchten sie sich die Nahrung, die sie zum Überleben brauchten. Wasser, Mineralstoffe, Salz und Gras, in dessen Stängeln und Blättern sich zwei wesentliche Bestandteile finden. Zellulose, eine verdauliche Faser, und Lignin, eine nicht verdauliche Faser. Als Beutetiere waren Wildpferde ständig in Bewegung, und solange sie Zugriff auf die lebenswichtigen Bestandteile ihrer Ernährung hatten, war ihr Körper mit seiner einzigartigen Physiologie in der Lage, die benötigten Nährstoffe selbst herzustellen. Heute hat sich der Lebensstil von Pferden gravierend geändert. Als unsere Partner trainieren sie mit uns, begleiten uns auf Turnieren und Vorstellungen und tragen uns über unsere Lieblingsstrecken. Aber die Domestizierung brachte den Pferden eine neue Herausforderung. Ihr Lebensstil kann die Nährstoffansprüche ihrer Körper nicht länger erfüllen. Tierarzt und Forscher Dr. Frank Grafley hat sich in den letzten 30 Jahren der Erforschung der Verbindung zwischen Ernährung, Lebensstil und Pferdegesundheit gewidmet. Er ist davon überzeugt, dass die Lösung in der Arbeit mit der charakteristischen Anatomie der Pferde liegt. Die Anatomie von Pferden, ihr Körperbau, macht sie zu perfekten Grasfressern. Sie haben im Dickdarm einen Beutel, der Caecum genannt wird, und in der Lage ist, Fasern zu verdauen und in die benötigten wichtigen Nährstoffe umzuwandeln. Das Problem liegt darin, dass wir sie domestiziert haben. Wir setzen sie Stress aus. Sie sollen bestimmte Aufgaben erfüllen. Die Zeit zum Grasen und Wandern ist eingegrenzt. Wir beschränken den Zugang zu den Fasern, die sie gewohnt sind und für die ihr Verdauungssystem ausgelegt ist. Dr. Frank, der seinen Master in ernährungswissenschaftlicher Biochemie am MIT gemacht hat, geht davon aus, dass ein modernes Pferd bei mittlerer bis starker Belastung und unter durchschnittlichen Bedingungen nur 25% seiner benötigten Nährstoffe aus Fasern selbst gewinnen kann. Die restlichen Nährstoffe müssen dem Pferd als Futter zugeführt werden, das an das Verdauungssystem der Tiere angepasst ist. Dr. Frank wusste, dass Mischfutter keine Lösung ist. Er war der Überzeugung, dass die Antwort in einer Datenbank mit über 200 Pferden zu finden war, die er zur Entwicklung von Farrier's Formula verwendete. Ein Produkt, das die Hufpflege sowie Standardnormen, zum Beispiel Normen des National Research Councils, änderte. Seine Untersuchungen ergaben, dass die einzige Möglichkeit einer ausgewogenen Ernährung für ein modernes Pferd die Ergänzung der Grundnahrung aus Gras und Heu durch die richtigen Nährstoffe ist. Aufgrund dieser Studien entwickelte er Barnback, ein revolutionäres Futterergänzungsmittel, das den Nährstoffbedarf von Pferden auf natürliche, gesunde und ökonomische Weise erfüllt. Barnback ist eine patentrechtlich geschützte Mischung aus Vitaminen, Mineralstoffen, essentiellen Fettsäuren und Aminosäuren, die aus hochwertigen, natürlichen Zutaten gewonnen werden. Nur ein halber Messbecher Barnback Pleasure, ein Performance Horse, reicht zusammen mit Heu und Gras aus, um ein 450 Kilogramm schweres Pferd mit der richtigen Menge des täglichen Nährstoffbedarfs zu versorgen. Und was noch wichtiger ist, Barnback gibt Pflegern die Möglichkeit, die Aufnahme von Stärke und Kalorien zu regulieren. Anders als Mischfutter hilft Barnback außerdem, eine Über- oder Unterversorgung mit Nährstoffen zu vermeiden. Während Arbeits- oder Sportpferde oder auch starke Fresser eventuell mehr Kalorien benötigen als Freizeitpferde, bedeutet die Fütterung von mehr Mischfutter auch die Gabe von mehr Mineralstoffen, Proteinen und Vitaminen, die nicht benötigt werden. Das gleiche gilt für hochwertiges Heu, das sich stark von dem unterscheidet, was ein Pferd in freier Wildbahn finden würde. Dieses Konzept wird laut Dr. Frank häufig missverstanden. Das heutige Heu entspricht nicht den Fasern, den freier Wildbahn vorkommen. Die einzigen Pferde, die dieses stark konzentrierte, gedüngte, nährstoff- und kohlenhydratreiche Heu heute benötigen, sind Pferde, die extrem hart arbeiten. Wenn ein Pferd nicht hart arbeiten muss, zwingt das Überangebot an Nährstoffen den Stoffwechsel und die Organe zu Überstunden, um die überzähligen Stoffe aus dem Körper zu leiten. Es wäre wesentlich besser, Hafer zuzufüttern, um den zusätzlichen Kalorienbedarf zu erfüllen. Das gleiche gilt für schwache Fresser und Freizeit- oder Begleitpferde. Diese Pferde werden oft weniger gefüttert, insbesondere wenn sie eine Veranlagung zur Gewichtszunahme haben oder wenn ein Stoffwechselsyndrom oder eine Insulinresistenz vorliegt. Wird aber weniger Mischfutter gegeben, erhält das Pferd möglicherweise nicht genug Vitamine, Proteine und Mineralstoffe, was Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden haben kann. Die einzige Möglichkeit, die Ernährung eines Pferdes wirklich ausgewogen zu gestalten, ist ein einfacher dreistufiger Prozess. Füttern Sie Arbeitspferde mit Heu, Barnback Performance and Pleasure Horse Feed Konzentrat sowie Hafer für mehr Energie. Für schwache Fresser, wenig aktive und insulinresistente Pferde füttern Sie Heu und Barnback Performance and Pleasure Horse Feed Konzentrat. Da Zuchtstuten und Fohlen einen anderen Nährstoffbedarf haben als Arbeitspferde, füttern Sie Heu und Barnback Broodmare and Growing Horse Feed Konzentrat.
Mit der Unterstützung seines Sohnes, Dr. Scott Grafley, ebenfalls Tierarzt, entdeckte Dr. Frank einen weiteren Vorteil dieses ausgeglichenen und angepassten Ernährungsansatzes. Mit Barnback Feed Konzentrat wird die Verdauung der meisten Pferde um etwa 25% effizienter, sie benötigen also weniger Futter. Das Resultat ist weniger Kot, der weggeräumt werden muss, sowie weniger Geruchsentwicklung und Fliegen. Die Untersuchungen haben auch ergeben, dass neben dem geringeren Getreidebedarf durch das Barnback-Fütterprogramm auch der körperliche Zustand von starken Fressern verbessert wurde. Aufgrund der effizienteren Futterverwertung benötigen viele Pferde keine zusätzliche Kalorienquelle. Barnback wird in den Laboren von Live Data Labs in Cherokee, Alabama hergestellt. Das Team, mehr eine Familie als Angestellte, hat sich der Pferdeernährung verschrieben. Sie analysieren und messen jeden Inhaltsstoff gründlich und stellen so sicher, dass Barnback anders als andere Produkte auf dem Markt immer die gleiche hohe Qualität hat und die Mengen der Inhaltsstoffe genau abgestimmt sind. Neben dem modernen Blutbildlabor, patentrechtlich geschützten Ernährungsdatenbanken und der Forschungsfarm Thoroughbred hat Live Data Labs die begehrte ISO 9001-Zertifizierung für seine automatisierte Herstellung erhalten. Dieses Zertifikat garantiert einen weltweit anerkannten und respektierten Qualitätsstandard. Angetrieben von dem Wunsch nach Vortrefflichkeit hat das Unternehmen in Anlagen investiert und begann 2007 mit der Vakuumverpackung von Barnback. Das Verfahren, das auch in der Kaffeeindustrie verwendet wird, dient der Frischeversiegelung und stellt sicher, dass die hohe Qualität der Inhaltsstoffe erhalten bleibt. Bei gleichzeitiger Fütterung mit Heu versorgt jeder 5-Kilo-Riegel ein 450 Kilogramm schweres Pferd mit den Nährstoffen, die es für 60 Tage benötigt. Fütteranweisungen für größere oder kleinere Pferde finden sich auf der Packung. Barnback von Live Data Labs. Für ein hochwertiges, bezahlbares Fütterprogramm. Garantiert. Die Fütterungslösung für gute Gesundheit und Ernährung finden Sie bei Barnback.